Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich euch ganz gerne Chakra Linux 2015.03 Euler vorstellen. Das Ganze ist eine Distribution, die wurde ursprünglich auf Arch Linux geforkt, ist jetzt aber inzwischen eine sehr, sehr mächtige eigene Distribution, bei der man die Verwandtschaft zu Arch Linux aber noch teilweise gut sehen kann. Unter anderem liegt das am Paketmanager Pacman. Den haben wir hier auch drin. So, das ist also ganz nett. Das Ganze benutzt den KDE Desktop. Hier in der Qt-Version 4.8 und in der KDE Lips-Version 4.14. Das Ganze habe ich als 64-Bit-System installiert und hat den neuen Kernel 4.1. Ja, ein wunderschönes Ding, muss man sagen. Also vom Fensterdesign finde ich es absolut prima. Da finde ich es einfach klasse. Das Fensterdesign ist top. Richtig schöne Effekte, wenn man es bewegt, wird es leicht durchsichtig. Also vom Fensterdesign, da kann man echt nicht meckern. Hier ist es so ein bisschen gestufter Übergang im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das im Video nachher sehen kann. Alles sehr schön. Die Leiste hier unten allerdings im stumpfen Schwarz finde ich jetzt nicht so hübsch. Das Menü hingegen gefällt mir sehr gut im Schwarz. Das ist der Home Run Kicker, genau. Es gibt auch einen anderen Home Run Starter, der geht dann über den ganzen Bildschirm. Die Leiste finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Ist aber alles Geschmackssache. Kann man ja einstellen. So, zum Thema Einstellen. Nach der Installation erscheint ein Fenster, Kapudan. Das erklärt einem Chakra und damit kann man sich dann die ganzen Grundeinstellungen einrichten. Der geht jetzt ganz durch und stellt alles ein, auch Design, Ordner, Mausverhalten und den ganzen Kram. Installiert noch ein, zwei Pakete nach und sowas. Das ist wirklich gut. Das bietet Anfängern gute Übersicht. Hätte man durchaus in anderen Distributionen auch einführen sollen. Da hat Chakra deutlich Pluspunkte gemacht. Unter anderem kann man da auch schon direkt das Design einstellen, wenn einem das nicht gefällt. Und den Starter kann man da auch auswählen. Ich habe jetzt den schönen Starter hier genommen, der ist schön einfach, gefällt mir. Was mich unter KDE immer ein bisschen stört, ist, dass es so furchtbar, furchtbar aufgebläht ist. Man könnte das Ganze ein bisschen kompakter bauen und dann wäre das Ganze ein wunderschöner Desktop. So ist es mir ein bisschen zu aufgebläht. Ist wie so ein dicker Ballon, der bald platzt. Gut, aber sonst gefällt mir das ganz gut. Der Installer, der ist meiner Meinung nach ein Problem. Der ist erstmal viel zu aufgebläht. Da ist so eine 3D-animierte Weltkarte. Das muss da nicht drin sein. Das ist zu viel, um halt die Lokation auszuwählen. Also die Location, wo wir gerade sind. Europa, Berlin. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel. Das könnte ein bisschen reduziert werden. Aber das ist hier natürlich nur subjektiv. Das ist Geschmackssache. An sich wirkt der Installer recht unstrukturiert und durcheinander. Teilweise sind die Textboxen mitten im Fenster und dann irgendwelche rechts daneben und links daneben und ein bisschen weiter rechts in der Mitte oder so. Das ist ein bisschen sehr unordentlich. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen Struktur reinbringen können. Aber sonst gefällt mir der Installer sehr gut. Der erklärt einem das auch ganz gut. Also, man ist da nicht unbedingt aufgeschmissen. Vielleicht bei der Partitionierung. Der Advanced-Button, der startet ein Programm. Das ist für Einsteiger nicht unbedingt. Aber sonst ist diese Installation auch für Einsteiger sehr gut gemacht. Sie ist jetzt auch schon grafisch. Jetzt zeige ich euch mal die Auswahl. Man kann auswählen zwischen einer Offline-Installation und einer Net-Installation. Ich habe jetzt die Offline-Installation genommen. Der hat jetzt einfach nur mein Live-System kopiert, glaube ich. Bei der Net-Installation gibt es viel mehr Anwendungen, aber hier zeige ich euch halt das Nötigste. Wir haben hier Büroprogramme, das ist die komplette Caligra-Suite. Das ist Schreibprogramme, starte ich einfach mal. Da kann man also schreiben. Ist persönlich nicht meins. Gefällt mir vom Design her nicht so.
Braindump haben wir. Okular ist ein PDF-Betrachter. Keksi haben wir. Arbeitspaketverwaltung haben wir. Carbon haben wir. Was war denn Carbon gleich noch? Ach, ein Zeichenprogramm für Vektorgrafiken, genau. Oder Chakra haben wir verschiedene Links zum Code für die Bugs, Forum und und. Als Dienstprogramme haben wir so ganz normalen Kram, HP Device Manager, Sweeper, um das System aufzuräumen, Dasuse Studio Image Writer, um Abbilder zu schreiben, Taschenrechner, erweiterter Texteditor, FCITX, um Eingabeeinstellungen zu ändern. Ja, Systemeinstellung. Entwicklung haben wir Qt dabei. Grafik, da haben wir ganz normalen Grafikbetrachter. Das ist GVanView. Carbon ist ja unser Zeichenprogramm für Vektorgrafiken. Krita ist auch eine Art Zeichenprogramm. Ist von der Komplexität her wie GIMP zu vergleichen, aber nicht genau dasselbe wie GIMP und hat auch einen anderen Anwendungszweck. Ist aber ein wirklich gutes Grafikprogramm. Ich starte es einfach einmal. Der Version 2.9. Digitales Malen. Finde ich an sich ganz nett. Neu. Und dann können wir hier auch schon malen. Ist aber nicht nur für Malen, das ist schon durchaus komplex. Ist also kein Paint oder sowas. Snapshot haben wir noch, um Screenshot zu machen. Wir haben auch noch Blue Devil für Bluetooth dabei. Kontakte, Instant Messenger, Downloader, Carnet Attach, Konversation, KPP, Mirror Check und Reconk. Reconk ist hier unser KDE-eigener Webbrowser. Ist wirklich gutes Ding. Verzichtet hier völlig auf Google Chrome oder Firefox, hat hier einfach nur Reconk dabei. Der kann aber auch eigentlich alles, was man braucht. Wenn es keine besonderen Wünsche an so ein Ding hat, ist mit Reconk sehr gut zufrieden. Ja, Lernprogramm ist Marble dabei. Das ist unsere dicke Weltkarte, die wir auch bei der Installation haben. Ah, da haben wir sie. Was sagst du denn? Ja. Ist auch so was ähnliches wie Google Earth. Ja, als Multimedia-Programme haben wir Amarok dabei, der wohl beste Medienspieler für KDE. AMZ-Downloader, um AMZ-Dateien herunterzuladen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind so Amazon Music-Dateien. Da haben wir einen Dragon Player, um Videos abzuspielen. Mixer K3B, das beste Brennprogramm für Linux, das es gibt. KDN Live ist ein wirklich hervorragender Videobearbeiter. Wirklich hervorragend. K-Mix und Test Utility. Spiele ist es mir nicht ganz so interessant. System haben wir das Infozentrum. Kabudan, das ist dieses Programm, was einem den Einstieg erleichtert. Kajusa, so ganz normal ein Kram. Octopi, das ist unser grafischer Paketmanager. So. Damit können wir unsere Pakete suchen, das System aktuell halten. Und. Der arbeitet da gerade. Ja. Und dann können wir gleich mal gucken. Gibt es Updates? Ne, gibt keine Updates. Ja. Ja, Quark haben wir auch dabei. Das ist unser automatisches Terminal.
glaube, muss man F12 oder so. Genau, da fährt das runter. Wenn man F12 drückt, fährt wieder hoch. Hier haben wir unseren Octopi, unseren Pac-Man-Geist. Der wird, glaube ich, rot, wenn es Updates gibt und bleibt grün, wenn er normal ist. Wenn es keine Updates gibt, meine ich. Eine ganz besondere Sache möchte ich euch noch zeigen eben. Unter den Systemeinstellungen, ja, da finden wir ein spezielles Tool. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Jetzt muss hier doch irgendwo sein. Wo haben wir es? Ah, Chakra Editor. Damit können wir unser Repertoires bearbeiten. Das fehlt auch vielen Distributionen, finde ich. Und das bringt Chakra auch mit sich mit. Also Chakra ist auf jeden Fall eine komplexe Distribution, die allerdings auch für Einsteiger geöffnet ist. Also wer mit Chakra arbeitet, hat, denke ich mal, eine hohe Lernkurve, fällt damit aber nicht direkt ins kalte Wasser. Ist also eine Distribution, die kann ich jedem neugierigen Linux-Neuling mal empfehlen, aber auch Fortgeschrittenen natürlich zu empfehlen. An sich macht das Ganze einen netten Eindruck. Man muss vielleicht noch mal ein bisschen an die Design feilen. Der Installer kann verbessert werden, ist aber an sich eine wirklich gute Distribution. Kann ich euch empfehlen. Und das wäre es dann auch für dieses Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.